Auch in den Palästinensergebieten verfolgt man die Parlamentswahlen in Israel aufmerksam. Welche Rolle spielt die Beziehung Israels zu den Palästinensern im Wahlkampf? Und was erwarten Sie sich vom Ausgang der Wahlen? Was kann mir die israelische Führung schon bieten? Werden Sie mir bessere Jobchancen verschaffen oder mich in Israel arbeiten lassen? Nein. Ihren Wahlprogrammen zufolge wollen Sie einen Krieg mit Gaza. Beide, Netanyahu und Gantz, nehmen sich nichts. Für die Palästinenser ist es ihr Land, das ihnen mit Gewalt genommen wurde und das sie auch bloß durch Gewalt zurückgewinnen können. Es wird sich nichts ändern, auch wenn die Opposition gewinnt. Gantz wird noch schlimmer agieren als Netanyahu, auch von ihm erwarten wir nichts Gutes. Wer auch immer Israel derzeit regiert, es wird die extreme Rechte sein. Im Sechstagekrieg hatte Israel das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen erobert. Die Palästinenser fordern diese Gebiete für ihren eigenen Staat. Dass das Wahlergebnis positive Auswirkungen auf den Friedensprozess haben könnte, daran glaubt hier wohl keiner.